Meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Mein Name ist Dietmar Kügler, ich bin Nordamerikanist und beschäftige mich seit 50 Jahren mit der Besiedlungsgeschichte der USA. Ich habe darüber mehr als 60 Bücher und sehr viele Artikel und Essays geschrieben und gebe seit über 40 Jahren das Magazin für Amerikanistik heraus. Ich möchte heute über die wahren Helden der amerikanischen Pionierzeit sprechen. Nicht über die Sheriffs und Revolverhelden, über die Cowboys und Soldaten, sondern über die Heimstättensiedler, über die Menschen, die unter großen Mühen die Prärie unter den Pflug nahmen, die Trockenheit und Heuschreckenschwärmen ebenso trotzten wie schweren klimatischen Bedingungen, die den großen Traum hatten, ihren Familien eine sichere Existenz zu schaffen und die dabei eine neue Welt bauten. Für sie gab es eine Slangbezeichnung im 19. Jahrhundert: Sodbusters, Schollenbrecher. Das war kein Kompliment, es war ein Schimpfwort. Ein Schimpfwort von Großranchern und von Viehzüchtern, die damit ihre Verachtung ausdrückten. Tatsächlich aber waren es die Schollenbrecher, die den Westen Amerikas zu einer Kulturlandschaft machten und die die Ausdehnung der USA bis zum Pazifik sicherten. Am 31. Dezember 1862 traf der junge Armeescout Daniel Freeman aus Nebraska auf einer Silvesterfeier die Beamten des öffentlichen Landbüros in Brownville, New Jersey, und überredete sie, um Mitternacht ihr Büro zu öffnen. Es war mitten im amerikanischen Bürgerkrieg. Er hatte den Marschbefehl nach St. Louis in der Tasche und er wollte sich in jedem Fall eine Landparzelle nach dem neuen Bundesheimstättengesetz sichern, das am 1. Januar 1863 in Kraft trat. Und so geschah es. Freeman reichte wenige Minuten nach Mitternacht einen handgeschriebenen Antrag auf Zuteilung einer Parzelle von 160 Acres Größe ein, der ihm genehmigt wurde. Damit wurde er offiziell zum ersten Heimstättensiedler der amerikanischen Geschichte. Was allerdings eine etwas enthusiastische Auslegung ist, denn Siedler, die Regierungsland in Anspruch nahmen, hatte es schon früher gegeben. Allerdings war das Bundesheimstättengesetz der Regierung Lincoln, das mitten im amerikanischen Bürgerkrieg entstand, der erste praktikable rechtliche Rahmen. Freeman diente bis zum Ende des Krieges 1865 in der Unionsarmee. Dann kehrte er mit seiner Frau nach Nebraska zurück, nahm seine Parzelle in Besitz und wurde einer der angesehensten Farmer des Staates. Seit Gründung der Vereinigten Staaten hatte es Überlegungen gegeben, die Besiedlung des Landes zu systematisieren und zu organisieren. Die Regierungen der USA und der Bundesstaaten betrachteten es als selbstverständlich, dass alle unbesiedelten Ländereien Staatseigentum waren. Darüber dachten viele Kolonisten allerdings nicht nach, bevor die ersten gesetzlichen Regelungen beschlossen wurden, bevor Landvermesser in die Weiten des Westens geschickt wurden, zogen immer wieder Menschen in die Gebiete, die bis dahin allenfalls von Bisonherden und Indianern durchstreift worden waren, und ließen sich nieder, wo es ihnen gerade gefiel. Diese Siedler wurden Squatters genannt. Sie legten Farmen an, gründeten Ranches, bauten Handelsposten. Sie waren dann zumeist ziemlich überrascht und auch erbost, wenn Jahre später plötzlich Landvermesser der Regierung auftauchten und in ihrem Gefolge die Armee und Beamte kamen und sie von dem Land vertrieben, das sie als ihr Eigentum betrachteten. Sie selbst nannten sich häufig auch Free Soilers, etwa übersetzt Freibodenleute. Sie bildeten zeitweise eine starke Lobby, die Druck auf Regierung und Parlament ausübte. Die Vorstellung, die auch heute noch vielfach herrscht, dass man in Amerika einfach freies Land besetzen konnte, ist ebenso populär wie falsch. Die Pioniergebiete waren keineswegs rechtlos oder freies Land, und es gab auch im wildesten Westen immer noch Formen von Bürokratie. Einige prominente Beispiele für Squatters, die sich nie um die rechtliche Absicherung ihrer Ansiedlungen kümmerten, waren zum Beispiel die Brüder Bend, deren Handelsposten Fort Bend Sie hier im südlichen Colorado sehen. Dieser Posten entstand zu einer Zeit, als noch kein Mensch eine Vermessung dort vorgenommen hatte.
Als William Bent ihn irgendwann an die amerikanische Armee verkaufen wollte, erlebte er, dass ihm nachgewiesen wurde, dass er sich illegal auf Regierungsland aufgehalten hatte. Genauso verhielt es sich mit dem berühmten Trapper Jim Bridger, der für die Benutzung seines Forts im Mormonenkrieg und das Niederbrennen der Anlage eine Entschädigung von der Regierung haben wollte. Erst seine Tochter erhielt schließlich eine kleine Summe, aber auch nur, weil man Jim Bridgers Leistung für die Besiedlung des Westens anerkennen wollte. Sein Fort hatte er ohne Registrierung auf öffentlichem Land gebaut. Der nicht minder berühmte Daniel Boone geriet in größte Schwierigkeiten, weil er Landparzellen an Siedler verkaufte, zu denen er zwar die Trails angelegt hatte, die ihm aber gar nicht gehörten. Er hatte einfach das Prinzip verfolgt, dass derjenige, der zuerst in einer Wildnisregion eintraf, die Besitzrechte darauf hatte. Erst 1785 wurde ein Gesetz geschaffen, das ein einheitliches System der Vermessung festlegte. Danach wurden sogenannte Townships eingerichtet, und zwar unter Zuhilfenahme astronomischer Punkte. Jedes Township umfasste 36 Quadratmeilen. Diese wurden wiederum in 36 Sektionen geteilt. Eine Quadratmeile entsprach etwa 640 Acres und ein Acre entspricht etwa 4000 Quadratmeter. Wir reden also über eine Fläche von ca. 260 Hektar. Diese Sektionen wurden von der öffentlichen Hand üblicherweise für einen Dollar per Acre verkauft. Dass sich in der Regel um Wildnis handelte, kam auf den Käufer eine überwältigende Menge Arbeit zu. Das Land musste gerodet und gepflügt werden. Bis er die erste Ernte einfahren konnte, vergingen meistens 2 Jahre. Wer sich auf dieses Abenteuer einließ, brauchte also einen langen Atem. Um 1800 wurde das Gesetz verändert und die Landflächen auf 320 Acre verkleinert. Dafür wurde der Preis auf 1,25 Dollar pro Acre angehoben. Auch diese Regelung blieb unbefriedigend, aber sie blieb 50 Jahre lang in Kraft. 1854 beschloss das Parlament abgestufte Landpreise, die sich nach der Qualität der Parzellen richteten. Es kamen jetzt Grundflächen für nur noch 12,5 Cent pro Acre zum Verkauf. Das erste Gebiet, in dem die Staatsverwaltung Anstrengungen unternahm, Siedler mit günstigem Land anzulocken, war das Territorium Oregon, das 1848 endgültig zu den Vereinigten Staaten kam und damals noch doppelt so groß war wie heute. Von Oregon wurde später der nördliche Teil als eigener Bundesstaat Washington abgespalten. Der Weg nach Oregon war mühsam. In Oregon lebten in den frühen 1830er Jahren nur 200 Menschen. Und die Regierung benötigte dringend Kolonisten, um die Lage zu stabilisieren und um zu verhindern, dass Großbritannien noch einmal versuchen würde, sich dieses Gebiet zu sichern, wie es schon einmal geschehen war. Also wurden in Oregon großzügige Angebote gemacht und die Lebensbedingungen wurden in Werbekampagnen angepriesen, als sei Oregon das neue Schlaraffenland. Aber auch die Bundesregierung veränderte ihre Ansichten und schwenkte in den 1850er Jahren zunehmend auf einen Kurs der Förderung von Siedlern ein, sehr zum Ärger der Großgrundbesitzer in den Südstaaten, die darin eine Gefahr für ihr Gesellschaftssystem sahen. Nicht zu Unrecht, aber die allgemeinen wirtschaftlichen und demografischen Entwicklungen ließen keine andere Tendenz mehr zu. Die nördlichen Staaten der USA wurden zunehmend industrialisiert. In den Häfen des Nordens landeten Jahr um Jahr neue Einwanderer, eine Flut von Einwanderern, viel mehr als die Industrie in Lohn und Brot nehmen konnte. Und gleichzeitig wurde der Bedarf an Nahrungsmitteln immer größer. Die Monokultur der Baumwollpflanzer in den Südstaaten konnte eine auf Ernährung konzentrierte Landwirtschaft gar nicht ersetzen. Zudem wurden Menschen für die Besiedlung des Westens benötigt, um die Landansprüche der USA auf die weiten westlichen Gebiete auch politisch zu untermauern. Und letztlich musste für den völlig übervölkerten amerikanischen Osten und Norden ein Ventil geschaffen werden, da sich in den großen Städten wie New York erste Slums bildeten, in denen ein Industrieproletariat und ein Heer von Arbeitslosen heranwuchs, das revolutionäres Potenzial in sich trug. Während des amerikanischen Bürgerkrieges
kam die Sorge hinzu, was aus den Millionenheer von Soldaten werden sollte, die am Ende dieses Krieges aus dem Armeedienst entlassen werden würden. Die Überlegung, mit der systematischen Schaffung eines Kleinbauerntums Abhilfe für all diese Probleme zu schaffen, wurde unabweisbar. Man konnte die Industriegebiete ausdünnen. Man konnte die westlichen Gebiete besetzen. Man schuf eine breit gestreute landwirtschaftliche Mittelschicht, die das Land urbar machte und für die Ernährung der Bevölkerung sorgte. Und man entschärfte soziale Spannungen, die sich schon in den 1850er Jahren zeigten. Hinzu würden die Folgen einer weitflächigen Besiedlung dermaßen positiv sein, dass man davon ausgehen konnte, dass die Inbesitznahme des amerikanischen Westens sich beschleunigen würde. Es würden Verkehrswege in die Wildnis angelegt werden, um die Siedler zu versorgen und deren Erzeugnisse zu transportieren. Land im Osten war inzwischen viel zu teuer geworden. Kleine Farmer konnten sich hier kaum noch halten. Sie drängten nach Westen und es bestand Handlungsbedarf, um diese Bedürfnisse zu kanalisieren und nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Das Parlament war in dieser Frage gespalten. Noch bildeten die Abgeordneten der reichen Südstaaten die Mehrheit. Und hier gab es eine starke Abneigung gegen die Schaffung eines Kleinbauerntums, weil der Süden klar sah, dass dessen Ausbreitung langfristig das System der Sklavenwirtschaft auf den Plantagen unterminieren würde. Bis 1859 wurden dreimal Gesetze zur Förderung der Heimstätterbewegung in Kongress und Senat eingebracht und dreimal niedergestimmt. 1860 einigte sich das Parlament auf ein Landverteilungsgesetz und diesmal scheiterte es am Einspruch, am Veto des Präsidenten Buchanan. Mit der Wahl Abraham Lincolns zum Präsidenten trat die Wende ein. Nachdem 11 Südstaaten sich aus der Union verabschiedet und die Konföderierten Staaten gegründet hatten, nachdem darüber der Bürgerkrieg ausgebrochen war, brachte die Regierung Lincoln 1862 ihr Bundesheimstättengesetz durch das Parlament. Lincoln unterschrieb es im Mai 1862, sodass es am 1. Januar 1863 in Kraft treten konnte. Es war ein Gesetz, wie es die Großgrundbesitzer des Südens ständig bekämpft hatten. Und es sollte zum erfolgreichsten Heimstättengesetz der Welt werden. Dabei hatte Lincoln nicht nur die schon erwähnten großen Ziele der Ausdehnung der USA nach Westen im Blick, sondern das Gesetz sollte sich auch als wirksames Instrument gegen die südstaatliche Wirtschaft erweisen. Ein demokratischer Nationalstaat mit einer auf Industrie und Landwirtschaft basierenden Massengesellschaft gegen das auf Sklavenarbeit basierende feudale Plantagensystem. Das Heimstättengesetz signalisierte die Zukunft der USA gegen eine zerbröckelnde, überholte Wirtschaft, die der Zukunft nicht mehr gewachsen war. Der Erwerb von öffentlichem Land für jeden Bürger der Vereinigten Staaten wurde entscheidend vereinfacht. Die Grundsätze dieses neuen Gesetzes waren: Erstens, jeder volljährige Bürger, Mann oder Frau, konnte einen Antrag auf Zuteilung einer Parzelle von 160 Acre Regierungsland stellen. Zweitens, dafür entrichtete er eine geringe Eintragungsgebühr. Drittens, er verpflichtete sich, auf diesem Stück Land eine Behausung von 12 mal 14 Fuß Größe zu errichten und das Land für 5 Jahre zu bebauen. Danach erhielt er den endgültigen Landtitel und wurde rechtsgültig Besitzer der Parzelle. Veteranen der Armee, besonders viele nach dem Bürgerkrieg, wurden bevorzugt, indem die Frist von 5 Jahren für sie abgekürzt wurde. Dieses Gesetz sollte über 100 Jahre in Kraft bleiben und wurde zum Schlüssel der Besiedlung des Westens. Am 1. Januar 1863, als das Gesetz in Kraft trat, stellten neben Daniel Freeman noch 417 weitere Farmer einen Antrag auf 160 Acre Land. Hunderttausende sollten folgen. Für die Pioniere, die sich aufgrund des Heimstättengesetzes aufmachten, waren dabei weniger die Bürokratie bei der Umsetzung des Gesetzes ein Hindernis. Es waren die geografischen und klimatischen Bedingungen, die sie im Westen antrafen. Kein Mensch hatte ihnen gesagt, dass der amerikanische Westen ein Land der Extreme war.
Riesige Regionen, die von unglaublicher Trockenheit geprägt wurden. Weite Gebiete, in denen unter Umständen jahrelang kein Regen fiel. Wasserlöcher und Rinnsale wurden zum Schatz, um den gelegentlich mit anderen Siedlern gekämpft werden musste. Manche Landstriche waren von Squatters besetzt, die sich weigerten, die neuen Gesetze anzuerkennen und die die rechtmäßigen Claiminhaber zu vertreiben versuchten. Brennend heiße Sommer, mörderische Winter. Noch heute sind Gebiete wie North Dakota und Montana, auch Nebraska, von extremen Wintern heimgesucht, bei denen man sich in ländlichen Regionen kaum aus dem Haus trauen darf. Jedes Jahr erfrieren Menschen und das Vieh auf den Weiden sowieso. Es gab Tornados, Sandstürme und Präriefeuer, die in den ausgetrockneten Prärien durch Selbstentzündung entstanden. Dazu gab es Heuschreckenplagen, die an die biblischen Prophezeiungen erinnerten. Manche Siedler berichteten, wie ihr Getreide hoffnungsvoll heranwuchs und dann verdunkelten Heuschreckenschwärme den Himmel. Und innerhalb von Minuten war die Arbeit eines ganzen Jahres vernichtet. 1874 wurde im Westen für die Farmer das Jahr einer biblischen Katastrophe, das Jahr der Heuschrecke, wie man sagte. Der berühmte Historiker Dee Brown schrieb dazu: Von Oregon bis South Dakota, von Texas bis Missouri verbreiteten sich diese Insekten in Schwärmen von 150 Meilen Breite und 100 Meilen Länge. Sie schlugen wie Hagel gegen die Dächer und Wände der Farmhäuser. Die Heimstädter mussten sich die Hosenbeine und die Frauen die Röcke unten verschnüren, damit die Heuschrecken nicht an ihnen hochkrochen und ihnen die Beine zerbissen. In Fort Scott, Kansas, musste ein Pferderennen abgesagt werden, weil die Rennbahn fast 10 cm hoch mit Heuschrecken bedeckt war. Die Äste von Bäumen brachen unter ihrem Gewicht. Maisfelder von 100 Acres verschwanden förmlich binnen Sekunden. Wenn Decken oder Laken über die Gemüsebeete gespannt wurden, fraßen die Heuschrecken den Stoff. Es gibt den Bericht von einem Mann, der sich am Wegesrand zum Schlafen niederlegte und aufwachte, weil er an Hals und Gelenken blutete, angefressen von den Heuschrecken. Wenn die Häuser nicht ordentlich abgedichtet waren, fanden sich Heuschrecken in den Betten und Schränken. Es gab so gut wie kein Holz auf den Great Plains. Baumbewuchs war eine Seltenheit. Deswegen mussten die Siedler wichtige Hauselemente wie Türen und Fenster aus dem Osten mitbringen. Häuser wurden entweder in Hügel hineingegraben oder aus dem einzigen Material gebaut, das es im Überfluss gab: Grassoden. Wenn Felder angelegt wurden, musste die obere Grasschicht der Prärie abgetragen werden. Dafür entwickelten die Farmer ein Gerät, das die Grassoden sauber abschälte und in große ziegelartige Gebilde schnitt, einen Sod Cutter. Diese wurden mit der Grasseite nach unten übereinander geschichtet. So entstanden die Sodhäuser, die sich zum Charakteristikum für das Farmland entwickelten. Die Siedler nannten sie fast zärtlich Sodies. Die Soden waren ca. 45 cm lang und wogen etwa 25 Kilo. Die Wände der Häuser konnten, da die Rasenplatten dick und doppelt gelegt wurden, bis zu 90 cm Durchmesser erreichen. In die Fenster wurde häufig Ölpapier gespannt, weil Glas eine absolute Kostbarkeit und kaum zu bekommen war. Für ein durchschnittliches Wohnhaus mussten etwa 4 Quadratkilometer Prärie abgeschält werden. Diese Behausungen wurden im besten Fall mit alten Zeitungen tapeziert. Unter die Decke, die aus Gezweig und Grassoden bestand, wurden Stoffbahnen gespannt, damit das Ungeziefer nicht auf die Bewohner fiel. Es war ständig kalt und feucht in diesen Häusern. Der Fußboden bestand aus gestampftem Lehm. Das Mobiliar war höchst bescheiden. Ein Bett mit gespannten Seilen statt Matratze und Strohsäcken. Alte Kisten dienten als Tische und Stühle. Ein Kanonenofen war ein großer Schatz. Manchmal hausten Familien von 6 bis 10 Personen in so einer Unterkunft.
Waren die Siedler glücklich, gelang es ihnen, innerhalb von 3, 4 Jahren eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit zu erlangen. Dann wurden erste Hütten aus Holz gebaut. Aber andere lebten Jahrzehnte in diesen Grassodenhäusern. Noch heute gibt es in Nebraska Farmer, die solche Grassodenhütten als Unterstände für ihre Tiere auf den Weiden bauen. Mit der Anlage von Verkehrswegen, der Gründung kleiner Siedlungen, dem Bau der Eisenbahnen verbesserte sich die Lage der Pioniere, die ihren Bedarf an Werkzeugen, Saatgut und allem, was sie sonst brauchten, besser und schneller decken konnten. Und die ihre Ernten nach Osten verkaufen konnten. Mit der wachsenden Zahl der Siedler entwickelte sich auch ein neuer Lebensraum. Schulen wurden gebaut, neue Territorien und Bundesstaaten bildeten sich im amerikanischen Westen. Dafür, dass die folgenden Generationen den primitiven Verhältnissen der Gründer entwachsen konnten, sorgten in der Regel die Frauen der Siedler. Sie legten Wert darauf, dass ihre Kinder lesen und schreiben lernten und Sitte und Anstand in die wilden Grenzregionen einkehrte. Dabei gilt es, weiteres Klischeedenken zu begrenzen. Der Westen, so wurde häufig gesagt, war kein Land für Frauen, Kinder und Maultiere. Wer immer diesen Spruch geprägt hat, er hatte den Westen Amerikas vermutlich nie gesehen. In einem Gebiet, in dem man Landwirtschaft betreiben wollte, wurden Familien benötigt, keine einzelnen Männer. Kaum ein Heimstättensiedler war ledig. Die ständig zu hörende Behauptung, dass die westlichen Gebiete extrem frauenarm gewesen seien, gehört ins Reich der Legende. Diese Ansicht traf auf Goldrauschregionen, Minencamps, vielleicht auch auf die ersten Eisenbahnerstädte und Rindermärkte zu. Aber auch hier handelte es sich in der Regel um einen temporären Zustand, der sich schnell ändern konnte. Nur wachsende Familien konnten einen großen Kontinent wie Amerika kolonisieren. Was die Geschichtsschreibung selten erwähnt, ist, dass es sogar viele alleinstehende Frauen gab, die sich um Heimstättenland bewarben und eigene Farmen aufbauten. Statistische Erhebungen zeigen, dass es die vielbeschworene Frauenknappheit insgesamt gesehen nicht gab. Nur ein Beispiel. Der Farmerstaat Iowa hatte im Jahr 1850 101.000 Männer und 91.000 Frauen, also fast ein Gleichgewicht. Für viele Frauen waren die Lebensverhältnisse in den Pioniergebieten zunächst mal ein Schock. Es gab auch kein Entrinnen. Aufgrund der mangelnden Verkehrsverbindungen war es unmöglich, sich einfach wieder aus dem Staub zu machen. Wer einmal auf einer Heimstätte im Westen saß, der musste dort bleiben. Außerdem wurden in rascher Folge Kinder produziert, weil Kinderreichtum in jenen Tagen und in diesen Gebieten gleichbedeutend mit materiellem Reichtum war. Kinder stellten zugleich Arbeitskräfte dar. Wenn ein Kind laufen konnte, musste es mit auf die Felder. Je mehr Kinder also, desto besser. Und ab dem 21. Lebensjahr konnten die Kinder weitere Heimstätten für sich selbst beantragen und so mit dem Landbesitz der Familie vergrößern. Diese Lebensweise führte dazu, dass viele Frauen mit Mitte 30 ausgelaugt waren und häufig das 40. Lebensjahr gar nicht mehr erlebten. Unzählige Tagebücher und Briefe, die an Verwandte im Osten der USA oder nach Europa geschrieben wurden, belegten die Lebensverhältnisse der Siedlerfrauen. Ein Beispiel. 7 Meilen westlich von Omaha, Nebraska, ließ sich 1873 die dänische Familie Birch nieder. Laura Birch schrieb eifrig Briefe nach Dänemark, die das Leben im Westen hervorragend widerspiegeln. Im November 1873 schrieb sie: Wir wohnen nun in einem winzigen Haus, 9 Quadratmeter. Nur ein Raum, der gleichzeitig Küche, Schlafzimmer und Wohnstube ist. Es ist nicht sehr gemütlich, aber immer noch besser als bei Fremden zu dienen.
Wir haben jetzt einen Stall für unsere Kuh und für die Maultiere gebaut, und zwar aus Rasenstücken. Er ist warm und solide. Viele Menschen wohnen in solchen Häusern. In den nächsten Tagen werde ich ein Hühnerhaus aus Rasen bauen. Im Sommer 1874 war Laura Birch schwanger. Sie schrieb nach Hause, Zitat: Es ist Sonnabend. Ich habe gerade 36 Stück Wäsche gewaschen, Weizenbrot gebacken, das Haus sauber gemacht und die Kuh aus der Mittagshitze geholt und getränkt. Vier Eimer Wasser aus einem 30 Meter tiefen Brunnen hochgezogen, mit der Sonne genau über mir. Und dabei bin ich sehr beschwert durch meinen dicken Leib. Alle unsere Hühner sind an einer Epidemie gestorben. 1878 waren die Birches nicht weitergekommen. Sie hatten jetzt mehrere Kinder und hausten noch immer in ihrer kleinen Hütte. Schlechte Ernten, Trockenheit und Schulden für Saatgut und Werkzeuge machten ihnen das Leben immer schwerer. 1882 hatte Laura Birch fünf Kinder zur Welt gebracht und mehrere Fehlgeburten erlitten. Wieder vernichtete ein Hagelunwetter die erhoffte Ernte. Nach 19 Jahren Kampf verkauften sie ihre Heimstätte und fingen 20 Meilen weiter westlich auf einer neuen Heimstätte wieder von vorn an. Das war der goldene Westen, aber die Menschen glaubten an ihre Zukunft und ihr Glück, und sie gaben in der Regel nicht auf. Neben dem Heimstättengesetz sorgten auch die Eisenbahngesellschaften dafür, dass der Westen schnell besiedelt wurde. Sie sehen hier eine Karte der Ausbreitung der Eisenbahnlinien. Da die Bahngesellschaften für die Anlage von Schienensträngen große Landsubventionen erhielten, warben sie in den USA und in Europa um Siedler, um diese Ländereien an den Mann zu bringen. Diese Areale waren natürlich teurer als die Regierungsparzellen, aber die Versprechen, die den potenziellen Kolonisten gemacht wurden, waren umso üppiger. Ein Garten Eden wartete angeblich auf sie. Paradiesische Zustände, fette, fruchtbare Weiden, großartige Möglichkeiten für die Viehzucht, gemäßigtes, angenehmes Klima. Und wenn die Pioniere dann ankamen, war es zu spät. Dann mussten sie mit den Konditionen des Landes leben, in das sie sich begeben hatten. Denn ein Zurück gab es für die meisten auch aus finanziellen Gründen nicht mehr. 1909 wurde die Fläche, die durch das Heimstättengesetz beansprucht wurde, auf 320 Acres verdoppelt, wenn die Antragsteller auch völlig wasserloses Land akzeptierten. Bis 1936 hatten über 1,6 Millionen Amerikaner Land nach dem Bundesheimstättengesetz beantragt. Und sie hatten über 270 Millionen Acres Land besiedelt. Das entsprach fast 110 Millionen Hektar. Es wurde nicht gezählt, wie viele Heimstätter aufgaben, weil die Konditionen ihnen zu hart erschienen. Es wurde auch nicht gezählt, wie viele auf der ersten Heimstätte scheiterten und irgendwann woanders neu anfangen mussten. Mit der zunehmenden Urbanisierung der USA verblasste ihre Leistung. Erst in den 1930er und 1940er Jahren wurde die amerikanische Öffentlichkeit an die Leistung der Homesteaders erinnert. Zu dieser Zeit erschienen die Romane von Laura Ingalls Wilder, einer Heimstättentochter, die ihre Kindheit und Jugend auf Prärieheimstätten in Kansas und South Dakota verbracht hatte. Mit schnörkellosen Worten beschrieb sie das Leben auf einer Heimstätte im amerikanischen Westen. Ihre Bücher wurden Bestseller und sind es bis heute geblieben. In Deutschland wurde die Verfilmung bekannt unter dem Titel Unsere kleine Farm. Und hier auf dem Bild sehen Sie die wirkliche kleine Farm im Original, die Wilder Farm in South Dakota, auf der Laura Ingalls Wilder ihre Jugend verbrachte. Sie setzte den Heimstättensiedlern auf sehr populäre Weise ein Denkmal, das noch heute Bestand hat. 1976 wurde das Heimstättengesetz in 48 amerikanischen Bundesstaaten als vollendet angesehen. Es blieb allerdings noch bis 1986 in Alaska in Kraft.
1979 stellte der ehemalige Lehrer Ken Dierdorf einen Antrag auf 80 Acres Land nach dem Bundesheimstättengesetz am Stony River in Alaska. Er baute mit seiner Familie ein Haus und erfüllte alle anderen Ansprüche, die das Gesetz seit 1862 an Heimstättensiedler stellte. Aus bürokratischen Gründen dauerte es allerdings bis 1988, bis Dierdorf seine Besitzurkunde in Empfang nehmen konnte. 1985 steckten Duane und Rena Osi aus Arkansas eine Heimstätte am Lake Minchumina in Alaska ab. Sie lebten bis zum Jahr 2000 in einer Erdhöhle, einem Dugout, bevor sie in ein dreistöckiges Holzgebäude umziehen konnten. Dierdorf und Osi waren die letzten Amerikaner, die Parzellen nach dem Homestead Act erhielten. Das Gesetz wurde damit endgültig Geschichte. Etwa 10% der Landreserve der Vereinigten Staaten wurden während der Gültigkeit des Heimstättengesetzes auf diese Weise besiedelt. Der erste Heimstättensiedler, Daniel Freeman, war 1908 gestorben. Er war ein hoch angesehener Bürger von Nebraska geworden und hatte mit seiner Frau auf seiner Heimstätte in der Nähe der heutigen Stadt Beatrice 7 Kinder großgezogen. 1872 hatte er zur Gründung einer der ersten Schulen von Nebraska beigetragen, die noch bis in die 1980er Jahre in Betrieb war. Sie ist heute als Freeman School ein Denkmal für die Heimstättensiedler. Freeman hatte die klassische Laufbahn eines Heimstättensiedlers hinter sich. Beginnend mit einem Grassodenhaus, danach Umzug in eine Blockhütte und schließlich ein ansehnliches Steinhaus umgeben von Obstbäumen. Seine Frau lebte bis 1931 auf dem alten Heimstättenland. Heute ist es diese erste Heimstätte der USA, die unter Denkmalschutz steht. Und noch immer ist die gesamte Region von Farmen geprägt, die in der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg gegründet wurden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie bald auf meinem YouTube-Kanal wiederzusehen.